Ja, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Einige von euch hatten sich ja schon nach meinem kleinen Dell Optiplex SX280 erkundigt. Und nun möchte ich ihn euch dann mal vorstellen. So oder so hätte ich euch den natürlich vorgestellt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so früh dann schon gemacht hätte. Ja, da kam ja hier mit einem vierten Überraschungspaket eines sehr netten Zuschauers von mir an. Ja, er ist ja sehr schick, sehr klein, ne? Das ist eben was Besonderes hier. Jetzt zeige ich euch mal die Front. Da steht ja auch Optiplex SX280 drauf, nämlich von Dell das Ganze. Ja, ich meine, das war hier so ein kleiner Bürorechner damals gewesen. Ne? Kann man sich ja vorstellen, dass so ein kleiner PC hier aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2003, 2004 nicht primär zum Spielen geeignet ist. Ja, hier an der Front hat man hier nochmal einen Powerschalter. Ich hätte es ja schöner gefunden, wenn dieser Dell-Knopf hier auch gleichzeitig der Powerschalter gewesen wäre. Jetzt ist er da drunter, das ist ein bisschen verwirrend. Hier ist der Headset-Anschluss, also da für Kopfhörer, da für ein Mikrofon, zweimal USB 2.0. Dann ist hier ein Aufkleber, dass das Ganze hier für Windows XP designt wurde. Und hier ist noch so eine komische Klappe. Die kann man hier rausnehmen mit ein bisschen. So. Ja, ich weiß jetzt nicht, wofür das da ist. Hier ist irgendwie so ein komischer Schacht. Ich habe da mal versucht, ein PATA-DVD-Laufwerk im Slimline-Format einzusetzen. Das ist aber nicht damit kompatibel. Ja, wenn ihr eine Idee habt, wofür dieser Schacht hier dienen soll, dann habt ihr die Möglichkeit zu kommentieren. Ja, das wäre auch mal ganz interessant zu wissen. Ja, ich habe euch hier den Windows XP Professional Lizenzaufkleber mal zugeklebt. Den möchte ich euch nämlich nicht zeigen. Den brauche ich ja selber, um hier das Betriebssystem zu installieren. So, was steht hier denn nochmal drauf? Ja, das Ganze hier nennt sich auch GPT-1N1J. Ja, das ist eben hier diese Herstellernummer. So, zeige ich euch mal hier die Unterseite. Da stehen nämlich auch nochmal Infos drauf. TÜV geprüft und geprüfte Sicherheit. Das sieht man auch immer gerne. Ja, hier stehen noch Infos zu dem Netzteil hier oben, das 12 Volt und 18 Ampere liefern soll. Ja, wie viel Leistung wäre das eigentlich? Das wäre ja knapp 200 Watt, ne? So im Kopf mal eben überschlagen. Ja, hier ist noch mal die andere Seite. Ja, und jetzt zur Rückseite. So. Das sind halt die Anschlüsse hier. Und hier ist auch gleich der Luftauslass für den Prozessorkühler. Hier. Auf der anderen Seite, das kann man jetzt nicht so sehen, aber hier, da ist dann der entsprechende Lufteinlass. Also die Kühlung hier finde ich ganz gut gelöst. Ja, wie der Prozessor dann halt gekühlt wird. Ja, hier sind die ganzen Anschlüsse. Gehe ich noch mal ganz kurz durch. Hier hinten hat man dann auch noch mal 1, 2, 3, 4, 5 mal USB 2.0. Hier noch mal ein Lautsprecherausgang, ein Audioeingang. Hier der LAN-Anschluss. Ich weiß nicht, ob es ein Gigabit-Ethernet-Anschluss ist oder nur 100 Megabit LAN. Das versuche ich später mal herauszufinden. Hier noch ein paralleler Druckeranschluss, ein serieller Anschluss. Ich denke mal, im Büro
könnte man die vielleicht noch mal gebrauchen. Hier ein digitaler DVI-Ausgang mit auch Unterstützung für analoge Monitore. Nicht schlecht. Und da ist der 8-polige Stromanschluss, der auch mit den 8-poligen PCI-Express-Stromanschlüssen von Grafikkarten kompatibel sein soll. Sicher bin ich mir da aber nicht. Und hier ist ein Intel Inside Celeron-Sticker aufgeklebt. Den mache ich mal ab, weil es sich hier nicht um einen Intel Celeron handelt, der hier verbaut ist. Dazu aber später mehr. Jetzt nochmal zum Netzteil. Ups. So, das hier ist das Stromkabel. Das habe ich da nochmal hinzugelegt. Ich weiß nicht, ob es original auch sowas in der Art mit dabei war. Kaltgerätekabel halt. Ja, hier ist halt dieser 8-polige Anschluss, der auch mit Grafikkarten kompatibel sein soll. Wie gesagt, ich bin mir da aber nicht so sicher. So, wenn man sich das Netzteil mal anschaut und dieses kleine Gehäuse, dieses, naja, Büro-PCs oder so, dann ist das auf jeden Fall schon ein Kontrast, ne? Ja, hier ist auch noch ein Ferritkern zur Entstörung mit angebracht. Ja, hier ist der Kaltgeräteeingang für das Stromkabel, was mit der Steckdose verbunden wird. Kennt man ja. Ja, und zwar ist es hier ein 12-Volt-Netzteil, das 18 Ampere ausgeben kann. Ein Schaltnetzteil, bei dem man 100 bis 240 Volt Wechselspannung hineingeben kann. Das Ganze kann man also auch in Amerika mit 115 Volt betreiben. Und es ist auch wieder hier TÜV geprüft und geprüfte Sicherheit. Und das Ganze wurde halt auch natürlich in China hergestellt. Gut. Ja, das ist ein mächtiges Netzteil im Vergleich zum PC. Ja. Nun aber zum Innenleben. Um das Ganze hier zu öffnen, gibt es hier diesen blauen Schalter. Den muss man in Richtung dieses aufgedruckten Pfeils drehen. Dazu legt man den PC dann so hin. Und dann kann man nämlich hier die Seitenwand so abschieben. Ich drehe euch die Seitenwand mal eben kurz um. Hier hat nämlich jemand reingeschrieben, dass er den PC im Wohnzimmer verwendet hat. Auch ganz interessant. Also dann wisst ihr ja schon mal, wo der mal gestanden haben muss. Wobei für ein Wohnzimmer ist ja vielleicht ein bisschen laut. Ich hatte den ja schon mal angehabt. So, ja, hier zu dem Innenleben, das sehr kompakt ausfällt. Hier oben kann man anscheinend eine 3,5 Zoll Festplatte montieren. Hier ist der RAM. So, und dann hier oben, da sitzt der Prozessor. Hier wird die Luft reingesaugt und dann gibt es hier diesen Lufttunnel aus Plastik, der die ganze Luft dann hier nach hinten zu dem zweiten Lüfter leitet, der die Luft dann rauspustet gleich, sodass sie sich da nicht großartig im Gehäuse verteilen kann. Ja, das Kühlkonzept ist, denke ich mal, ganz gut gemacht hier. Da kann man, denke ich mal, nicht meckern. Hier ist noch so ein Taster. Das ist wahrscheinlich so ein Schalter, der erkennt, ob das Gehäuse offen ist oder geschlossen ist. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie sich das nennt. Das hier ist halt der Halterahmen für Festplatten. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wie man hier die Festplatte einzubauen hat. Aber es sieht nach 3,5 Zoll aus, ne? Und hier ist dann noch der SATA-Stromanschluss. Also man kann hier schon ein SATA-Laufwerk installieren. So, und hier ist noch so ein 4-poliger Stecker, der da hier in der Buchse steckte auf dem Mainboard. So, dann ist hier unten rechts das SATA-Kabel mit angeschlossen. Ein sehr kurzes. Muss ja aber auch nicht so lang sein. Allerdings keine Verriegelungsclips. Könnte sich also
aus der Buchse lösen. Da ist hier der entsprechende Anschluss. Ja, ich sehe ja gerade einen Broadcom-Chip. Broadcom klingt so nach Ethernet. Oder habe ich hier noch einen anderen Chip gefunden? Mal sehen, was das für einer ist. Ja, dann ist hier noch einer von SMSC. Ja. Ja, hier sind viele Chips drin, die ich jetzt so nicht identifizieren kann auf die Schnelle. Da müsste ich dann bei Google nachfragen, um was es sich da handelt. Ich nehme euch jetzt mal den Arbeitsspeicher raus. Moment. Samsung, okay. Oh, zwei verschiedene. Ich glaube nicht, dass die hier original drin waren. Normalerweise bauen die Hersteller immer möglichst zwei gleiche RAM-Module ein. Aber hier von Samsung, wenn die Kamera das eben scharf stellt, und zwar insgesamt hier 1 GB auf zwei je 512 MB große RAM-Module aufgeteilt vom Typ DDR2. Ja, jetzt nehme ich hier endlich mal dieses blaue Plastikteil hier ab. Und da kommt hier der kupferfarbene Prozessorkühler hier zum Einsatz, zum Vorschein, Entschuldigung. Und hier sind auch noch mal Kühlrippen zu sehen. Das scheint wohl hier mit den Spannungswandlern was zu tun zu haben. Mal gucken, ob man da irgendwie sowas erkennen kann. Ja, schlecht. Aber in dem Bereich dürften wohl die Spannungswandler sitzen. Ja, da sehe ich auch, glaube ich, viele Transistoren hinter. Ja, wenn man mal hier so reinschaut, da, dann sieht man da schon mal so einen angedeuteten Hebel. Das sieht nach LGA-775-Sockel aus. Ja, was auch ganz nett ist, diese Lüfter hier, die kann man entfernen. Die kann man hier so zur Seite schieben und dann kann man die hier so rausnehmen. Ja. Und dann kommt hier so ein kleiner Lüfter zum Vorschein mit 12 Volt und 0,35 Ampere. Der ist übrigens hier auch mit Gumminoppen gelagert. Hier unten wird er auf diesem Schlitten festgehalten. Ja, er hat sich natürlich auch schon mit der Zeit ein bisschen Staub angesetzt. Von Sanyo das Ganze. Ja, also wenn die Lüfter hier mal nicht in Ordnung sein sollten, die kann man dann auch schnell wechseln. Und das müsste der gleiche sein. Ja, genau. Hier ist der Anschluss. Ja, das scheint auch ein PWM-fähiger Lüfter zu sein. Einer vorne, einer hinten. Ne? So, schaue ich mal hier mir die Front an. Es sieht so aus, als wäre hier noch so ein Systemlautsprecher verbaut. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe noch was Interessantes herausgefunden, was hier auch noch mit der Klappe hier zu tun hat. Also, jetzt kann ich sie hier herausnehmen. Und zwar, wenn man jetzt hier so reinschaut, dann sieht man da so ein blaues Teil. So. Und den setze ich mal hier wieder rein. Ja, und zwar gibt es diesen blauen Hebel hier. Den kann man nach unten drücken. Versuche ich jetzt mal eben. So. So. Den kann man hier so nach unten drücken. Genau. Und dann kann man diese Klappe hier nämlich nicht mehr öffnen. Die ist dann fest. Ja, die lässt sich dann jetzt nicht mehr öffnen.
auch nochmal so ein Sicherheitsmechanismus. Ja, wer weiß, was es hier mit der Schublade hier auf sich hat. Da unten findet ihr die Kommentarfunktion. Und noch ein sehr witziges Detail. Hier ist ja das Dell-Logo und hier, da ist so ein blauer Reglar, ja, hier so ein Re, den kann man hier drehen, ne? So. Und jetzt ist das Dell-Logo umgedreht. Solche kleinen Details hier, das ist ganz nett. Sehr interessant, sowas. Ne? Und jetzt ist er wieder so umgedreht. Das hier ist wohl der Lautsprecher, der vorne saß. Onboard-Sound ist auch nicht schlecht. Ja, warum nicht? Ja gut, jetzt habe ich euch erstmal hier die Kühlung abgenommen. Da kommt natürlich dann frische Wärmeleitpaste drauf. Ja, und der wird dann nochmal abgewischt. Mit einer einzigen Hiebeil. Ach ja, nicht schlecht. Ja. Ja, und da kommt hier der 775er Sockel zum Vorschein. So, jetzt möchte ich hier nochmal die CPU ein bisschen säubern. Ein Intel Pentium 4. Ach du Scheiße. 2,8 GHz. 1 Megabyte Level 2 Cache. 800 MHz Frontside Bus. Von 2004. Ein Intel Pentium 4 in so einem kleinen Dell Optiplex. Das ist gewagt. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass der hier etwas heißer werden dürfte und die Lüfter etwas lauter drehen dürften. Ja, mein zweiter PC mit dem Socke 775, wobei mein erster PC, der Medion MT377 verkauft wurde. Den habe ich jetzt verkauft, weil mir der eigentlich nur Platz wegnimmt und naja. Gut, der hat zwar ein interessantes BTX Mainboard gehabt, aber ja, ich muss auch mal wieder Platz haben, ne? Da steht noch was drauf. Ein Datum. Ich hasse diese Daten ja immer. Überall steht das irgendwie anders da. Also 2004 kann ich ja schon mal sagen, weil es vorne und hinten steht. Aber ist das jetzt der 11.04.2004 oder ist das der 4.11.2004? Das hasse ich immer an diesem Datumsformat, dass es nicht einheitlich ist. Die Amis machen das ja so, dass sie erst den Monat schreiben, dann hier den Tag und dann das Jahr. Wir in Deutschland schreiben das aber andersrum. Hier den Tag, den Monat, dann das Jahr. Und ich habe aber auch schon Datumsangaben gesehen, wo hier das Jahr vorne stand, dann der Monat und dann der Tag. Jeder macht's unterschiedlich. Was soll das bitte? Warum kann man sich nicht auf ein einheitliches Datumsformat einigen? Und dann ist gut. Dann weiß man auch jedenfalls, um welchen Tag es sich da handelt. Ja, so sinnlos. Ja, hier ist sozusagen die Backplate, die hier gleich eingearbeitet ist. Und dann kann man sich hier nochmal diesen Öffnungsmechanismus hier anschauen. Ja, den PC baue ich gleich so wieder ordnungsgemäß zusammen. Das kriege ich hin. Ja. Also hiermit kann man den dann öffnen. Ne?
So. Und dann ist hier die andere Seite, wo ich das alles rausgeholt habe. Ja, und hier ist dann auch diese Schublade, über die ich mich so gewundert hatte. Oh, hier steht wieder was anderes. Da. Jetzt weiß ich, den 18. als Monat gibt es nicht. Also wird das dann der 18.11.2004 sein. Das Jahr in der Mitte habe ich bisher noch nicht gesehen. Also der 18. November 2004. Ja, jetzt wisst ihr, wann das hier hergestellt wurde. So, zeige ich euch nochmal hier das Mainboard. Also die Lösungen von Dell, das sind immer sehr spezielle Lösungen. Also wo das Mainboard wirklich nur in das eine Gehäuse passt und in kein anderes eingebaut werden kann. Ja, und wenn man dann halt mal das Main-Gehäuse wechseln möchte, geht nicht, da muss man das komplette System austauschen. Ja, gut. Hier ist halt nochmal dieser Anschluss auf der Unterseite, den ich immer noch nicht identifiziert habe. Ansonsten, ja, ist hier nichts mehr auf der Unterseite zu sehen. Die Komponenten sind tatsächlich nur hier auf der Oberseite. Hier ist auch nochmal so ein Chip. Gut. Gut, dann hier ist auch noch so ein interner Lautsprecher übrigens. Das könnte hier die Northbridge sein und dann hier die Southbridge. Auf beiden ist ein Kühler drauf. Ganz gut. Ja, dann würde ich sagen, baue ich mal alles wieder zusammen und dann gucken wir uns das Ganze dann mal von der Softwareseite her an. So, ich habe den PC jetzt wieder soweit zusammen. Natürlich auch wieder frische Wärmeleitpaste auf den Prozessor aufgetragen. Und jetzt möchte ich mal die Festplatte einbauen, damit ich da ja auch Windows XP Professional installieren kann. So, hier eine Seagate-Festplatte mit 160 GB Kapazität. So, und dann mal gucken, wie das funktioniert, die da einzubauen. Ja. Ja, Moment, ich habe eine Idee. Ups. Es sieht so aus, als könnte man die Festplatte da unten irgendwie festschrauben. Ist aber nicht. Nee. Ich glaube, man bräuchte hier noch so einen speziellen Halterahmen, so einen Einschub für die Festplatte. Denn ich kann die ja gar nicht hier festmachen. Dann. Nee. Schade. Ja, da muss ich mir noch mal was einfallen lassen. Erstmal Deckel drauf und dann gucken wir uns das BIOS noch mal an. So, jetzt bin ich im BIOS. Dieses Dell Optiplex SX280. Na, Büro-PCs. Die Lüfter haben gerade volle Pulle gedreht. Das war nicht sehr schön. Ja, hier sieht man schon mal die Systeminfo. Ja, die Festplatte konnte ich jetzt leider nicht einbauen, weil mir da der Adapter fehlt, sonst klappert die Festplatte im Gehäuse so rum und das möchte ich halt nicht. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. So, mal gucken. Ah ja, die PS2-Tastatur funktioniert. Ich habe sie nämlich an einem USB zu PS2-Adapter angeschlossen. Der Dell Optiplex hat kurioserweise, auch wenn er von 2004 ist, keine PS2-Anschlüsse. Die hätte man damals wohl noch eher gebraucht als heute. Damit man sich nicht unbedingt noch eine neue Maus und eine neue Tastatur anschaffen braucht.
So, dann ist hier die Prozessor-Info. Ein Pentium 4 habe ich ja schon gesagt. Mit 2,8 GHz. Das ist ein Pentium 4 Prescott. Ich glaube, der 530, nee, 520J müsste das sein. Ja, ich finde das doch ziemlich heftig, hier ein Pentium 4 in so einen kleinen Mini-PC reinzuzimmern. Das ist nicht ohne. Gerade so ein Pentium 4 gilt doch als sehr, sehr stromdurstig. Und der soll nicht gerade der kühlste sein, habe ich gehört. Ja, hier nochmal zum Speicher. Er hört sich auch nach Dual Channel an. Oh, ich hatte fälschlicherweise angenommen, dass er mit 400 MHz getaktet sein würde. Er taktet aber hier mit 533 MHz effektiv. Ja, jetzt haben wir mal 512 MB. Hört sich auch an, dass sie im Dual Channel laufen. Ja, heute ist nicht der 9. Februar 2005. Auch nicht 12:04 Uhr. Na gut, die Uhrzeit stimmt noch so gerade halbwegs. Wir haben es jetzt 11:56 Uhr, wo ich das Video aufnehme, und der 22.06.2017. Hier die Bootsequenz. Ja. Dann gucken wir mal bei den Drives. Da hat er natürlich nichts erkannt. Ein Diskettenlaufwerk könnte man hier vielleicht noch was mitmachen. So. Ja, SATA Operation. Gut. Ich glaube, mit Combination kann man so tun, als wäre es eine IDE-Festplatte. So wie ich das verstanden habe. NIC. Ach, der Netzwerkcontroller, ja. Integriertes Audio natürlich, USB-Controller ist eingebaut. Ja, hier kann man alles noch konfigurieren nach seinen Wünschen. Ja, der Videospeicher beträgt hier 8 MB. Man kann ihn auch auf 1 MB herunterstellen. Ich nehme an, dass ja, die Grafikeinheit sich einen Teil des Hauptspeichers genehmigt als Grafikspeicher. Ja, welche Grafikeinheit jetzt zum Einsatz kommt, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Okay, Hyper-Threading ist standardmäßig ausgeschaltet. Das ist auch etwas strange, aber der Prozessor dürfte Hyper-Threading unterstützen. Ist ja ein Prescott. Die sollten das können. Okay, hier ist irgendwas mit HDD Acoustic Mode. Das ist auch neu. Okay, hier kann man noch verschiedene Passwörter festlegen. Ah, Chassis Intrusion. Das ist er, genau. Wo ich diesen Taster an dem DVD-Bay gefunden habe und nicht wusste, wie der heißt. Das ist der Chassis Intrusion. Ja, gut. Power Management, ja, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Ja, gut. So viel also dazu. Also das BIOS, das sieht schon mal ganz anders aus, als man das von Mainboards jener Zeit kennt, mit Sockel 478 oder so. Ja. Ja, gut, aber so sieht das halt aus, ne? Mehr kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich die Festplatte da nicht einbauen kann, weil mir der Adapter fehlt. So, ich schalte den Computer jetzt nochmal ein, dass ihr einen Eindruck über die Lautstärke des Lüfters bekommt. Beziehungsweise der Lüfter sind ja zwei. Müsste eigentlich auch gleich angehen. Ja, ich glaube, dieses zweimal Piepen deutet auf eine leere Lithium-Batterie hin.
glaube, die kann man auch einfach wechseln. Das ist ja diese CR2032 Standardgröße eben. Also die Lautstärke ist jetzt nicht so schön, muss ich sagen. Also auf Dauer hält man das mit dem Prescott nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man hier auch ein Core-to-Duo einbauen kann. Das wäre auch mal ganz interessant. Aber wahrscheinlich wird das vom Chipsatz her nicht kompatibel sein. Ah, da kommt doch recht warme Luft schon raus. Obwohl sich das System im Leerlauf befindet. Na gut, bei einer Umgebungstemperatur von etwa 26 Grad ist das ja auch kein Wunder. So, dann schalte ich ihn mal aus.